Und diese drei Tipps können dir wahrlich, und zwar unabhängig in welcher Situation, dass du aktuell steckst, stecken bleibst vielleicht, dass es einfach nicht fließt, dass es nicht läuft. Diese drei Tipps können dir wahrlich von heute auf morgen helfen, dass sich dein Blatt wendet. Und zwar im privaten Bereich, im zwischenmenschlichen Bereich, im beruflichen, wenn du Unternehmer, Unternehmerin, selbstständig bist, ganz egal in welcher Situation, dass du momentan stecken bleibst. So kannst du den Fluss wahrlich öffnen. Und zwar sehr einfach. Drei einfache Tipps. Ein Kunde ist vor kurzem zu mir gekommen und hat mir erzählt, er probiert jetzt 6 Jahre lang, sein Projekt in die Umsetzung zu bringen und es läuft einfach nicht, es fließt nicht, es ist irgendwie komplett blockiert. Was soll ich denn tun? Und ich habe dann ein bisschen genauer hingeschaut und habe gesehen, eigentlich müsste es fließen. Aber dann machen wir die radikale Lösung. Und diese drei Tipps haben ihm geholfen, von heute auf morgen einen Raketenstart hinzulegen. Und wenn der das geschafft hat, dann schaffst du das und dann schafft das jeder ganz, ganz leicht. Unabhängig in welcher Situation, dass wir momentan vielleicht gerade stecken bleiben. Ein Beispiel. Du bist Fischer, steigst in der Früh jeden Tag in dein Boot und du fährst raus in den See und du versuchst jeden Tag an derselben Stelle Fische zu fangen, denn früher hat es da immer funktioniert. Und jetzt wunderst du dich aber, irgendwie jeden Tag weniger Fische drin, immer noch weniger. Was machst du dann? Streichst du dann dein Boot an, vielleicht farbig, oder kaufst andere Netze, oder währenddem das Netz unten am Grund liegt, vielleicht meditierst du eine Runde oder sagst dir selber ein paar Verse auf und sagst, ah, das wird schon alles funktionieren. Und du wunderst dich wieder noch weniger Fische drin. Was machst du dann? Und ich glaube, du weißt, was ich meine. Diesem Unternehmer habe ich 3 Tipps in die Hand gegeben und es hat sofort funktioniert. Und ganz wichtig, es funktioniert in allen Bereichen. Privat, zwischenmenschlich, beruflich, in allen Bereichen. Und jetzt die 3 Tipps für dich. Das erste, was ich ihm empfohlen habe, ist, wenn du stecken bleibst, wenn es nicht fließt, wenn es nicht läuft, lass los. Nimm an, okay, es ist jetzt so, ich nehme es jetzt an. Es darf jetzt so sein, ich nehme es jetzt an, ich lasse jetzt los. Ich lasse jetzt meine inneren Bindungen zu diesem Thema los, ich kämpfe nicht mehr dafür, ich kämpfe nicht mehr dagegen. Ich will jetzt nicht mehr, dass das jetzt unbedingt funktioniert. Denn vielleicht gibt es eine viel bessere Variante. Und ja, die gibt es zu 100%. Denn wenn etwas nicht läuft, nicht fließt, dann will uns das immer etwas sagen. Und das sehen wir erst, wenn wir die Dinge annehmen, akzeptieren und loslassen. Aufhören zu drücken. Denn du weißt, auf Druck folgt immer Gegendruck. Ist ein Naturgesetz. Und der zweite Punkt, folge deiner Freude. Und dieser Kunde hat das gemacht. Und das gelingt uns aber erst, wenn wir das eine Thema, das eben blockiert, annehmen können. Das heißt, die Blockade, okay, es ist jetzt so, ich nehme das jetzt mal so an, ich akzeptiere, ich lasse los, ich lasse den Druck los. Und dann fließt auf einmal wieder die Energie, wir merken das sehr schnell und merken dann, wo zieht es uns denn hin? Und er hat das gemacht. Und so hat er ein Thema in die Hand genommen, ein Projekt und ganz wichtig, es funktioniert in allen Belangen. Wo wir gerade stecken bleiben, das Wichtigste loslassen und das Zweite, wo zieht es uns hin? Und er hat das gemacht und hat ein Thema in die Hand genommen, das er immer ein bisschen verdrängt hat. Und ja, jetzt versuche ich es mal. Und das Dritte, er hat neue Techniken, neue Sachen probiert. Und wenn du vielleicht im zwischenmenschlichen Bereich stecken bleibst und immer wieder stecken bleibst, versuch komplett neue, andere Dinge. Das Schlimmste, was wir machen können, ist, wenn wir immer mehr vom Gleichen machen und uns wundern, wenn es wieder nicht funktioniert. Denn die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass es wieder nicht funktioniert, vielleicht noch schlechter. Darum Richtung ändern, etwas Neues versuchen, neue Herangehensweise, neue Werkzeuge, neue Menschen, andere Meinungen, andere Themen.
Und diese drei Dinge hat er gemacht. Und er hat wahrlich von heute auf morgen einen Raketenstart hingelegt und hat gesagt, das habe ich in den letzten 10 Jahren nicht erlebt. Auf einmal gehen alle Türen auf, es läuft, es fließt, es ist unglaublich. Und weißt du, was das Genialste ist? Er hat gesagt, wenn ich beim anderen Thema nicht stecken geblieben wäre, dann wäre ich auf das eine Thema nie gekommen. Darum ein riesengroßes Geschenk, weil er eben stecken geblieben ist. Und mit diesem Video siehst du jetzt ganz klar, du kannst auch dein Thema, wenn du stecken bleibst, sofort drehen. Loslassen, folge deiner Freude, wo zieht es dich hin und sei da so kompromissfrei wie möglich. Und das Dritte, versuch neue Techniken, neue Sachen, versuch andere Sachen. Auf einmal öffnen sich die Türen und du bist im Fluss.